So, moin, liebe Leute, willkommen zurück zu einem neuen Commentary. Ja, ihr habt gerade eine Art Intro gesehen. Das sollte jetzt nicht direkt zum Video gehören, sondern ich habe einfach nur mal mich wieder ein bisschen versucht. Das gehört komplett nicht zum Video. Aber ich habe mir gedacht, das könntest du einfach mal einbauen, um vielleicht ein bisschen Feedback zu bekommen zu dem kleinen Stück. Ich habe da halt ein bisschen Musik drunter gelegt, dann habe das immer ein bisschen leiser werden lassen. Ich habe das zumindest versucht und habe da dann so ein Cinematic drin. Also das heißt, man fliegt so um die Map, nimmt das auf oder irgendjemand nimmt das auf. Man lädt das dann runter und schneidet das dann ins Video. Das habe ich gerade gemacht. Und ich muss sagen, ich fand es eigentlich fürs erste Mal ganz gut. Ne? Und hab mich einfach nur mal dran versucht, ja? So, wir schreiben jetzt muss ich mal ganz kurz sagen, bevor ich jetzt zum eigentlichen Thema komme, obwohl, ja, es ist doch das Thema, und zwar ist ja die Xbox heute präsentiert worden. Ich habe mir das eben alles angeguckt. Ich mit meinen super tollen Englischkünsten habe natürlich alles verstanden, ne? Also ich habe die sogar verbessert, so gut war ich im Englischen. Nein, natürlich nicht. Ich habe nicht unbedingt viel verstanden, aber habe halt so ein paar Eckdaten noch im Kopf behalten, hoffe ich doch. Und bevor ich damit halt anfange, sage ich euch erstmal, was das hier überhaupt für ein Gameplay ist. Ich habe gedacht, das ist eigentlich ganz cool. Erstmal wollte ich mich bedanken für 105 Abonnenten. Das ist wirklich richtig, richtig geil. Wegen dieser 0815 Montage, die ich da mal hochgeladen habe, die habe ich wieder runtergenommen. Deshalb, ich wollte einfach nur ein bisschen Feedback haben. Trotzdem hatte die, glaube ich, 5 Likes. Finde ich auf jeden Fall in Ordnung, fand ich cool. Trotzdem, das war nichts Vernünftiges irgendwie, ne? Versteht er ja. Also das war ganz cool. Ne? Und zwar ein paar Clips vom Kollegen. Aber halt nichts Besonderes. So, ich habe jetzt wirklich ganz, ganz viele Sachen. Hier habe ich gerade geschnitten. Das habt ihr überhaupt nicht gesehen, weil der Host ist rausgegangen und musste natürlich dann das jetzt cutten. So, hat er noch viel Gegner hier. Weil dann wird das, also Call of Duty schneidet das dann sofort in 2 Parts oder so. Das ist ein bisschen bekloppt, aber ist ja egal. Und wo war ich jetzt? Verdammt, das ist so ätzend, Leute. Das ist so ätzend. Moment, Call of Duty haben wir hier jetzt gerade. Xbox ist neu. Oh mein Gott, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Verdammte Scheiße, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Auf jeden Fall ist ja die Xbox One erschienen. So heißt sie nämlich, die Xbox One. Mit ein paar richtig geilen Vorstellungen noch dabei bei der Vorstellung der Xbox One. Ich fand es eigentlich sogar beeindruckend, muss ich sagen. Und jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Dazu komme ich dann gleich. Also ich fand die Vorstellung wirklich, wirklich gut. Es waren ein paar Überraschungen da. Und gleich rede ich darüber weiter. Aber jetzt will ich was zum Gameplay sagen. So, ich glaube nämlich, da waren wir, oder? Und wenn nicht, dann habe ich mich getäuscht. Ja, also das Ding hier ist ein Flawless, Leute. In Hardcore-Herrschaft 71:0. Das ist nicht so wie die meisten Gameplays. Ein bisschen errushed und alles. Das ist, ich hatte so einen Puls. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe mein Herz in der Hand gehalten. So krass war das am Pumpen. Also wirklich, deswegen, am Ende bin ich hier nur noch, da, ne, vor mir die Garage. Da bin ich am Ende nur noch drin, das sage ich euch aber. Wirklich so. Trotzdem, ein Flawless, das erste Flawless, glaube ich. Also das erste gute Flawless. Ich meine, man hat immer mal so ein 30-0 oder so, aber 71-0 ist dann schon etwas anderes. Ich habe durchgehend irgendwie Orbit, Escort, Drohne und Loadstar. Und es geht wirklich, wirklich ab. Ich, ja, wie gesagt, ich habe da eigentlich ein Herzkasper bekommen. Und war wirklich froh, als das Match zu Ende ging. Wisst ihr Bescheid. So, jetzt habe ich noch eine Bitte an euch, bevor ich dann zur Xbox One komme. Ich glaube, das mache ich im nächsten Commentary sogar noch weiter mit der Xbox One. Und zwar suche ich Sniper-Clips, liebe Freunde. Jeder Art Feeds, Trickshots, alles Mögliche, denn ich werde jetzt halt ich habe jetzt gerade gesagt, ich habe so viele Sachen für eine Montage, so unglaublich viele Sachen, Songs, alles Mögliche, womit ich wirklich, wenn ich denn Zeit, Geduld und Können dafür habe, eine vernünftige Montage auf den Tisch stellen könnte. Ne? Und deswegen suche ich noch ein paar Leute, die vielleicht hier und dort snipern, hier und dort Feeds machen und Trickshots, das wäre natürlich auch richtig, richtig cool. Damit würde ich mich
richtig unterstützen, hier haben wir 51.0 und wäre super, super toll, wenn ihr die nicht brauchen würdet, dann könntet ihr mir ja vielleicht die geben und mich ein bisschen unterstützen. Das wäre wirklich, wirklich sehr, sehr nett, muss ich ja mal sagen. Und jetzt die zweite Runde, erste Runde 51.0, das wollte ich nur mal angemerkt haben, ja, das wäre wirklich, wirklich richtig, richtig cool. Jetzt kommen wir mal zu Xbox One, liebe Freunde. Jetzt haltet euch fest. Also ich habe hier Forza Horizon rumfliegen. Und also ich habe jeden Forza-Teil. Forza 1, nee, stimmt gar nicht, den habe ich nicht. Forza 2, 3, 4, bald auch bestimmt 5 und Forza Horizon. Und ich habe mir erst gedacht, also die haben gesagt, hier ist ein Preview jetzt von Forza Motorsport 5. Ich habe gedacht, wow. Das ist wirklich, wirklich cool, dass sie das auch mit eingebaut haben. Ist natürlich auch von Microsoft, aber dass das dann tatsächlich kommt, war ein bisschen überraschend. Aber auch nur ein bisschen. Man hätte sich vielleicht denken können mit ein paar Recherchen oder so, aber ich fand es doch ein bisschen überraschend. Und habe mir das dann natürlich angeguckt und habe erst gedacht, wow, also das sieht unglaublich real aus. Aber im zweiten Moment habe ich gedacht, warte mal, Forza Horizon sieht im Prinzip komplett genauso aus. Na, und dann kamen Nahaufnahmen, Leute. Nahaufnahmen vom Lack. War so ein Orange-Metallic-Lack. Und man hat jeden Partikel vom Lack gesehen, Leute. Das war nicht mehr normal. Von den Reifen, die Abnutzung von dem Gummi, ne? Es sah so dermaßen real aus. Und wenn ich jetzt überlege, ob das bei Forza 4 auch war, ich glaube nämlich nicht. Und dann diese Details, also das hat mich schon beeindruckt, muss ich sagen. Und also das werde ich mir auf jeden Fall holen. Ich habe mir jetzt auch schon vorgenommen, kein Geld mehr auszugeben, ja, damit ich mir bei Release die Xbox 720, nein, die Xbox One, ich meinte natürlich die Xbox 720 minus 719, also die Xbox One. Und ich werde sofort holen, glaube ich. Der ist, also das Forza Motorsport 5, wenn ich es richtig verstanden habe, ist auch gleichzeitig ein Spiel, das direkt bei der Xbox dabei ist. Also, ihr könnt es dann sofort zocken. Sie haben leider nichts über irgendeinen Online-Zwang gesagt. Da gab es ja auch Gerüchte. Darüber haben sie nichts gesagt. Also kein Wort verloren. Dann haben sie noch ein paar Sachen zu FIFA gesagt, zu Madden, NBA und UFC. Sie haben also in deren Sportarten jegliche gute Sportler interviewt und haben die Sachen, die die Sportler gesagt haben, tatsächlich auch noch umgesetzt. Ja? Also es sah sehr, sehr beeindruckend aus. Video ist zu Ende, jetzt habe ich einen schwarzen Bildschirm, das ist aber gar kein Problem. Ich habe ja gesagt, ich mache im nächsten Kommentar weiter. Ich merke mir Sportler und wenn ich es mir dann doch nicht merke, dann ja, dann muss ich wohl ins Altenheim. Nicht wahr, liebe Freunde? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir bitte Feedback da für diese ersten 30 Sekunden. Das gehört wirklich nicht zum Video. Es soll einfach nur mal zeigen, dass ich das so vielleicht ein bisschen schon kann. Aber das ist natürlich noch nicht alles, ja. Auf jeden Fall. Das ist auf keinen Fall alles. Ich wollte nur mal ein kleines Feedback von euch und dass ihr vielleicht irgendwelche Sniper-Sachen habt. Das wäre super geil. Oder ihr kennt irgendjemanden, der Sniper-Sachen zu vergeben hat. Das wäre einfach nur geil. Meldet euch bitte per PN, vielleicht über YouTube. Das wäre wirklich super. Und ich würde sagen, jetzt bin ich raus, ja. Bis dann, ciao.